Das Bauprojekt der neuen Wohngenossenschaft Frederikshof steht in den Startlöchern. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Im Frühjahr 2015 soll der Bau beginnen. Um noch mehr Mitglieder bzw. Bewohner zu begeistern, hat die Wohngenossenschaft mit ihrem Partner Ting zusammen zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Die Anzahl der Gäste ist überschaubar. Dennoch sind einige Norderstedter vor Ort, die sich bereits für das Wohnen in der neuen Anlage hier westlich der Lawitzstraße entschieden haben. Weil ich das schön finde, einfach eben halt, dass man für immer denn da wohnen kann und auch mit anderen in Kontakt kommt und alles. Da jung und alt halt eben gemeinschaftlich wohnen und vielleicht auch im Alter jeder jeden ein wenig helfen kann, unter die Arme greifen kann, da ich in der ambulanten Pflege tätig bin, finde ich solche Projekte halt eben ja, sehr positiv. Ich finde die Gemeinschaft gut, deswegen bin ich hier, ich möchte nicht anonym bleiben. Und ich denke mal, in so einer Genossenschaft ist man nicht alleine. Und wenn man älter ist, möchte man auch nicht immer alleine sein. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier einzuziehen. Auf dieser 3000 Quadratmeter großen wildbewachsenen Grünfläche soll im Frühjahr 2016 das Haus stehen. Der Lageplan ist bereits gedruckt. Und mit ein wenig Fantasie kann man sich das Gelände hier vorstellen. Und so soll es dann aussehen. Ein 2,5-geschossiges Mehrfamilienhaus mit 30 Wohnungen. Die Hälfte ist bereits belegt. Die sind zwischen 50 für zum Beispiel Single-Haushalte und dann geht bis 115 für Familien mit Kindern geplant. Alle Wohnungen sind barrierearm trotzdem für jung und alt, ob mit Kinderwagen oder Rollator. Sehr gut, alle schwellenfrei erreichbar. Wir haben 3 Aufzüge in 3 Treppenhäusern. Mit einer Einlage zwischen 15.000 und 70.000 Euro ist man dabei. Mit den Kaltmieten werden die genossenschaftlichen Kredite zurückgezahlt. Sind diese getilgt, leben die Bewohner mietfrei. Und die sollen ein bunter Mix aus Senioren, Singles, Familie und Menschen mit Behinderung sein. Ein Konzept, von dem sich die Mieter viel versprechen. Vor allem auch für die jüngere Generation, dass halt eben ja, alle gemeinschaftlich alte leben, ob mit Handicap oder ohne. Wir wollen nicht alleine sein und man kann anderen helfen und mir wird vielleicht auch mal geholfen. Und das finde ich ganz toll. Das Motto des gemeinschaftlichen Wohnprojekts Frederikshof EGIG lautet: Aus Nachbarn werden Freunde. Dafür sollen auch ein geplanter Gemeinschaftsraum und ein attraktiver Innenhof sorgen. Fast alle gemeinschaftlichen Wohnprojekte begleitet das, dass solche Baukörper so angeordnet sind, dass da ein Hof entsteht für bessere Gemeinschaft. Und wenn die Kinder draußen spielen, dass sie keine Angst haben, dass sie von Autos haben, sondern die Autos werden dann von der Anlage wegbleiben in einer Carport-Anlage und das ist ein Aufenthaltsraum für alle, wo dann auch das Gemeinschaftliche sehr gut zu leben ist. Für die bereits 19 Mitglieder war unter anderem auch die Lage des zukünftigen Zuhauses an der Lawitzstraße ausschlaggebend. Die Lage ist eigentlich, sagen wir mal, so wie unsere Tochter Janu, sie ist ja auch mehrfach behindert, ist ideal. Sie hat Einkaufsmöglichkeiten vor der Tür, sie hat öffentliche Verkehrsmittel, was ja auch ganz wichtig ist. Und wir wollen ja auch, dass sie sehr selbstständig wird. Und das braucht man halt alles. Wer kein Auto hat, ist nicht beweglich. Und das hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Dass man auch direkt vor Ort ist, dass man möglichst dicht zum Einkaufen hinkommt und dass man denn nicht im Alter noch mal wieder umziehen muss, weil jeder Mensch wird ja älter mal. Ja, auf jeden Fall kindgerecht. Der Park ist direkt gegenüber. Ja, für die Kinder optimal einfach. Eine schöne Lage. 15 Wohnungen sind noch zu haben. Einige davon werden sozial gefördert. Am 15. Oktober findet im Rathaus eine weitere Infoveranstaltung dazu statt. Und voraussichtlich im Frühjahr 2015 wird hier dann der Bau starten.